Am Anfang war das Wasser. Tropfen machen sich auf den Weg. Vereint im Strom beginnt alles zu fließen. Ziehen sie uns in ihren Bann und ja, sie nehmen uns mit auf eine Reise. Wasser ist Ursprung allen Lebens, aber wie viel Leben ist im Wasser? Früh am Morgen ist über dem Quellgebiet des Lechs der Himmel noch klar. Doch schon bald verdichtet sich feuchte Luft über dem steinernen Meer zu ersten Wolken. Die Spezialisten des Hochgebirges haben besondere Sinne, die Zeichen am Himmel zu erkennen. Steinböcke wissen um die Kräfte der Natur, suchen rechtzeitig Schutz vor Unwettern. Denn über den Lechtaler Alpen braut sich gerade etwas zusammen. Immer höher türmen sich die Wolken, in denen Wasserdampf zu feinen Tröpfchen kondensiert. Gilt der Warnruf des Murmeltiers dem heraufziehenden Wetter? Die aufgestaute Energie entlädt sich. Noch treiben starke Aufwinde die Tropfen nach oben. Doch bald können die Regentropfen sich nicht mehr in den Wolken halten. Die ersten Tropfen fallen. Sind aber noch lange nicht am Ziel. Denn ihre abenteuerliche Reise hat gerade erst begonnen. Wenn der Himmel seine Schleusen öffnet, gibt es kein Halten mehr. Unzählige Tropfen machen sich auf den Weg. Und jeder sucht seinen eigenen. Vor Hindernissen verbinden sie sich, bis die gemeinsame Energie den Durchbruch schafft. Da werden aus Rinnsalen Bäche und aus Bächen stürzende Fluten. Schwerkraft treibt sie voran, hält alles in Fluss, dem fernen Ziel entgegen. Aber nicht jeder Tropfen, den die Schwerkraft zu Fall bringt, erreicht das Ziel. Für einige endet die Reise schon früh. Denn zum Glück für den Frosch bleibt mancher Tropfen in einem abflusslosen Alpsee gefangen. Andere versickern im Nirgendwo. Ohne Wasser kein Leben. Glockenblume, Wundklee und Silberwurz können im Hochgebirge nur überleben, weil regelmäßige Regenfälle ihren kleinen Wurzelbereich wässern. Und ohne Pflanzen keine Tiere.
Murmeltiere haben den Alpenraum erst besiedelt, als die mächtigen Gletscher der Eiszeit abgeschmolzen waren und einer üppigen Alpenflora Raum ließen. Ursprünglich waren sie Steppenbewohner. Hier überbrücken sie die kalte, nahrungsarme Zeit im Winterschlaf. Die feinen Wassertröpfchen an den Blatträndern kommen aber nicht von oben, sondern von unten. An den Enden der Blätter wird hier überschüssiges Wasser ausgeschieden. Alchemilla heißt die Pflanze, weil Alchemisten im Mittelalter das Wasser von den Blattspitzen gesammelt und als himmlisches Wasser zur Herstellung des Steins der Weisen nutzen wollten. Für die kleineren Tiere sind die feinen Tröpfchen wohl eher himmlischer Ballast. Was Tröpfchen und Tropfen zusammenhält, ist die Oberflächenspannung. Wenn sie sich verbinden, entsteht eine neue gemeinsame Oberfläche, die schließlich zu fließen beginnt. Doch statt in ein Rinnsal zu fallen, nimmt mancher Tropfen lieber den Weg in den Untergrund. Die typische Tropfenform ist rund. Im freien Fall erreicht eine Kugel das Grundwasser. Spuren von Kohlendioxid, mitgebracht von der Reise durch Luft und Erde, werden im Wasser zu Kohlensäure und machen es den Tropfen möglich, Kalkstein zu lösen. Tropfen für Tropfen werden Gebirge ausgehöhlt und Gänge geschaffen. Auch wenn nur die wenigsten von ihnen bekannt oder gar zugänglich sind, hier in den Kalkalpen fließt mehr Wasser durch Höhlensysteme als an der Oberfläche. Manche Tropfen finden schon nach Stunden den Weg aus dem Untergrund. Andere werden jahrelang festgehalten. Doch wer zur falschen Zeit der Höhle entkommt, wird erneut ausgebremst. Von einer Macht, die jeden Tropfen erstarren lässt. Gebilde aus Eis, gewachsen aus Tropfen. Aber die Macht des Winters ist endlich. Irgendwann befreit der Frühling die Gefangenen und lässt sie ihre Reise fortsetzen. Tropfen für Tropfen schwillt an, bis Schwerkraft über Oberflächenspannung siegt und fällt. Die Frühlingssonne gewinnt rasch an Kraft und erlöst die Fichten von ihrer Last. Eis und Schnee bescherten der Vegetation eine Ruhepause und machten so den Tieren das Überleben schwer. Für das Rotwild geht jetzt die Zeit zu Ende, in der es auf das Schälen der Baumrinde angewiesen war. Und das Eichhörnchen verzehrt seine letzten Wintervorräte. Früher verbrachte das Rotwild die kalte Zeit in den Flussauen unten im Tal. Jetzt rangeln die Hirsche an den Futterstellen. Bald wird er sein Geweih abwerfen und bis zur Brunft im Herbst in knapp 4 Monaten ein neues, noch imposanteres entwickeln. Bevor der letzte Schnee geschmolzen ist, erwachen Flora und Fauna zu neuem Leben. Die ersten Aurikel beginnen zu blühen. Noch verharrt der Zitronenfalter in Winterstarre. Weil Frostschutzmittel seine Körperflüssigkeiten vor dem Gefrieren schützen, kann er als einziger heimischer Falter in diesem Zustand den Winter überleben.
Doch während sich unten im Tal die letzten Tropfen aus dem Eis befreien und Bäche und Flüsse anschwellen lassen, hält droben die Kälte noch alles im eisigen Griff. Und die Gams ist noch immer auf Energiesparmodus ausgerichtet. Der Gletscher unter der roten Wand wird erst im Hochsommer weiter abschmelzen, während hunderte Meter tiefer der Formarinsee längst aufgetaut ist. Eingeschlossen von schroffen Hängen, müssten Schmelzwässer ihn eigentlich rasch ansteigen lassen. Aber noch immer wahrt der See ein Geheimnis. Da er an der Oberfläche keinen Abfluss besitzt, muss es einen Ausgang im Untergrund geben. Doch nirgends findet sich ein Zeichen eines Abflusses. Forschungen aus den 1950er Jahren legen nahe, dass der See unterirdisch in ein weit verzweigtes Höhlensystem entwässert. Im Untergrund aus Kalkstein muss es ein Netzwerk aus Gängen geben, in dem große Wassermengen gespeichert sind. Über eine dieser Hohlräume fließen sie wohl auch dem Lech zu. Hydrogeologen wollen erneut versuchen, das Geheimnis des Formarinsees zu lüften und die unterirdischen Fließwege genauer zu ergründen. Nur ein kleiner Bergrücken liegt zwischen dem See und dem Quellgebiet des Lechs in Vorarlberg, im äußersten Westen Österreichs. Gespeist von unterirdischen Strömen sprudelt hier gleich an mehreren Stellen Wasser aus dem Boden. Wo sie als Tropfen ihren Anfang nahmen, ist nicht genau geklärt. Aber wohin sie ihren Weg jetzt gemeinsam nehmen, ist offensichtlich. Die kleinen Tümpel auf etwas über 1800 Metern Höhe fließen ab in den Formarinbach, dessen Wasser hier eine lange Reise beginnt. Wenn seine letzten Tropfen sich schließlich ins Schwarze Meer ergießen, haben sie fast 2800 Kilometer hinter sich und dabei 10 Länder durchquert. Wenn Formarinbach und Spullerbach sich vereinen, beginnt der Lech sein Eigenleben. 250 Kilometer hat er jetzt bis zur Mündung in die Donau noch vor sich. Der Ort, mit dem der Lech den Namen teilt, lässt diesem nur wenig Freiheit. Eng kanalisiert beeilt sich der Fluss, ihn rasch zu verlassen. Aber während zwischen Karhorn und Mittagsspitze der Verkehr sich hinauf nach Wart quälen muss, hat der Lech sich auf seinem Weg nach Tirol tief in das Gebirge eingeschnitten. Die Kraft des Wassers lässt im Lauf der Jahrtausende tiefe Schluchten entstehen. Wasser trägt Gebirge ab und formt Landschaften. Wasser gestaltet die Erde. Da mag ein Fels lange den Fluten trotzen, die alles zermürbende Kraft des Wassers zeigt sich eindrucksvoll an alpinen Geröllhalden. Oft sind es nur Tropfen, die sich in Gesteinsklüften der Felswände sammeln. Im Bunde mit dem Frost schaffen sie es, so manchen Fels abzusprengen.
Strömung treibt jetzt die Brocken flussabwärts, zerstößt und schleift sie. Feinste Mineralien geben dem Fluss dafür seine typische türkisblau leuchtende Farbe. Noch stärker als der Fluss war die Gestaltungskraft seines Gletschers. Während der letzten Eiszeit war der Lechgletscher einige Kilometer breit und bis zu 600 Meter dick. Er fräste sich ein markantes Trogtal frei und blockierte die Gletscher der Seitentäler. Deshalb stürzen deren Bäche jetzt mit eindrucksvollen Wasserfällen in das breite Lechtal. Wo das Wasser über die Abbruchkante hinausschießt, löst Bewegungsenergie wieder einzelne Tropfen aus dem Verbund. Im freien Fall stürzen sie in die Tiefe. Fallenergie und Wasserfallwinde brechen sogar Tropfen auf und lassen feinen Wasserstaub wieder in die Luft verdunsten. In der Prallzone hüllt steter Tropfen Stein für Stein. Noch vor dem Laubaustrieb entwickeln die Weiden ihre Kätzchen. Und Mitte Mai entfaltet der Frauenschuh seine charakteristische Blüte. Das Lechtal ist einer der wichtigen Standorte dieser prächtigen Orchideenart. Während der Löwenzahn seine Samen überall hin verbreitet. In früheren Jahrhunderten gehörten der Lech und seine Auwälder vor allem den Tieren. Die Menschen hielten mit ihren Siedlungen Abstand zum Fluss. Zu unberechenbar war vor allem im Frühjahr die Dynamik seiner Fluten. Wasservögel haben damit natürlich kein Problem. Auch wenn der Erpel normalerweise wohl ein ruhigeres Gewässer vorziehen würde. Aber für die Stockente ist die Strömung dann doch zu stark, um schwimmend auf die andere Seite zu gelangen. Schließlich besinnt sie sich auf ihre Flugfähigkeiten. Wer sich nicht aufs Schwimmen spezialisiert hat, kann dafür mit anderen Fähigkeiten glänzen. Hoch über dem Lechtal sucht der Steinadler nach Beute. Es ist das Tal der legendären Geierwalli, die als junge Schafhirtin im 19. Jahrhundert auch Adlernester aushob, um so ihre Schafe zu schützen. Damals versuchte man, die großen Greifvögel systematisch auszurotten. Erst seit den 1970er Jahren können sich die Bestände des Steinadlers wieder erholen. Unter dem Rotwandgipfel liegt Elbingenalb, der Geburtsort der Geierwalli. Im späten Frühling ist im Lechtal ein plötzlicher Wintereinbruch nichts Besonderes. Dann sind über Nacht die Hänge bis weit hinunter ins Lechtal weiß gepudert. Auch wenn die Zeit der Märchen und Mythen längst vorüber ist, erzählt man sich hier von einem Drachen, der den Zulauf des Doserbaches bewacht. Denn wie von Geisterhand geregelt, versiegt der Bach pünktlich an St. Martin im November und beginnt an St. Georg, dem 23. April, mit einem Schlag zu tosen. Doch kein Drache regelt den Lauf des Baches, sondern ein unterirdischer See,
der mit Einsetzen der Schneeschmelze überläuft. Dann schießt das Wasser mit einem mächtigen Schwall hinaus in die Tiefe. Solche klaren, schnell fließenden Gewässer sind das Reich der Wasseramsel. Eigentlich hat die Evolution Singvögel ja für das Singen und Fliegen optimiert, aber die Wasseramsel ist ein wenig aus der Art geschlagen. Statt in der Luft erbeutet der kleine Vogel Köcherfliegen, Kriebelmücken und andere Wasserinsekten im und sogar unter Wasser. Ihre kurzen Flügel nutzt die Wasseramsel auch unter Wasser. Und statt nur zu singen, kommuniziert der Singvogel mit Knicksen und Augenblinzeln. Nach dem Tauchen wird jeder Tropfen aus dem Gefieder geschüttelt und das Federkleid sorgfältig gepflegt. Tief unten im Bach lebt ein Fisch, der auch ein wenig aus der Art geschlagen ist. Die kleine, dickköpfige Mühlkoppe hat keine Schwimmblase. Statt zu schwimmen, hält sie sich deshalb am Grund auf und bewegt sich fort, indem sie sich mit ihren stachligen Brustflossen vom Boden abstößt. Die Bachforelle dagegen treibt schwerelos, ganz nach Art der Fische, in der Strömung. Wo die Seitenbäche in den Lech münden, findet der Flussuferläufer geeignete Bootbedingungen auf den weiträumigen Schotterflächen. Spät treiben im Lechtal Buche und Hasel aus. Die rotbraun verfärbten Buchenblätter vom letzten Herbst sind bis kurz vor dem Austrieb an den Bäumen geblieben und werden jetzt von Wind und Wasser transportiert, bis sie schließlich auf den Grund des Gewässers sinken. Mancher übernimmt ihre Farbe und Struktur zur Tarnung, andere nutzen sie als Versteck. Die Wasseramsel aber weiß, wo sich die Larve der Köcherfliege versteckt hält. Aus Blattfragmenten und Steinchen baut die Larve ihren tarnenden Köcher, nur manchmal spitzen Kopf und Beinchen hervor. Heute gibt es nur mehr wenige Flussläufe, die ihrer natürlichen Dynamik folgen dürfen. Ein Teil des Tiroler Lechtales und seiner Seitenbäche wurde deshalb 2004 zum Naturpark erklärt. Wer sich seinem Strom anvertraut, wird manchmal ausgebremst und wird dann wieder, wie die Tropfen im Fluss, fortgetragen von der Strömung. Hier ist alles in Bewegung. Da bilden sich Inseln. Dort werden sie abgetragen. Mal wird man fortgerissen, dann wieder ausgebremst. Wo Kies, Sand und Geröll, das Geschiebe, sich festsetzen kann, ist die Kraft des Flusses gebremst. Wenn die Strömung anschwillt, gerät alles wieder in Bewegung. Der Fluss gestaltet seinen Lauf. Ein natürlich atmender und pulsierender Fluss ist idealer Lebensraum für Eschen und Bachforellen. Sie lieben schnell fließende, sauerstoffreiche Gewässer mit kiesigem Grund, um im Kies laichen zu können. Wenn der Geschiebefluss aber versiegt, gräbt der Fluss sich immer tiefer in seine Sohle ein und alles gerät aus dem Gleichgewicht. Genau das passierte, als in den 1960er Jahren Seitenbäche wie der Hornbach mit massigen Betonsperren verbaut wurden.
Das Staubecken füllte sich mit Geschiebe, das so dem Lech entzogen wurde. Als die Geschiebesperre abgetragen war, strömten 100.000 Kubikmeter Geröll und Kies in Richtung Lech und stellten dort das natürliche Gleichgewicht wieder her. Zwischen einem Fluss und seiner Umwelt gibt es vielerlei Wechselwirkungen. Und zu seinem Transportgut gehören nicht nur Steine. Pflanzen haben vielfältige Strategien, ihren Samen auszubreiten. Sie nutzen nicht nur den Wind, sondern auch das Wasser. Weil auf den Schotterbänken des Lechs ähnliche Bedingungen herrschen wie hoch oben im Quellgebiet, keimen hier sogenannte Alpenschwemmlinge, deren Samen aus dem Hochgebirge heruntergeschwemmt wurden. Statt an einer Felswand im Hochgebirge wächst das Katzenpfötchen am Prallhang des Flusses. Und statt auf Geröllhalden gedeiht nun die Silberwurz auf Schotterbänken. Mit der Öffnung der Geschiebesperren bekam der Lech das Material zurück, mit dem er wieder ein breites Bett nach eigenen Gesetzen formen und seinen Lauf selbst stabilisieren darf. Für Pflanzen und Tiere, die sich dem ständigen Wechsel angepasst haben, ist es ein Überlebensraum. Die Dynamik des Flusses ist nicht auf seine Oberfläche begrenzt. Bei Niedrigwasser entleeren sich die Grundwasserströme und Seitenbäche. Bei Hochwasser werden sie wieder gefüllt. Und der beste Hochwasserschutz ist es, einem Fluss seinen Raum zu lassen. Wenn sich das Tal öffnet, wie hier bei Reute, nimmt meist die Siedlungsdichte zu und der Fluss wird eingeengt. Rückzugsflächen für bedrohte Arten und unberührte Biotope werden dann seltener. Ein kleiner See hier hat die türkisblaue Farbe des Lechs und sein Wasser ist von erstaunlicher Klarheit. Nur wenige Gewässer gibt es, die noch so unberührt vor sich hin träumen dürfen. Und in denen Fadenalgen eine märchenhafte Kulisse formen. Kaum etwas bewegt hier die feinen Sedimente, und so liegt alles wie verzaubert in einem Dornröschenschlaf. Fantastische Gebilde träumen jahrzehntelang vor sich hin, weil nur kleine, kalkhaltige Quellen am Gewässergrund den See mit nährstoffarmem Tiefenwasser speisen. Verwunschen, verzaubert. An solchen Seen sollen auch über dem Wasserspiegel biologische Kostbarkeiten leben. Azurjungfern, Libellen, die sich durch eine intensive schwarz-blaue Zeichnung hervorheben und die streng geschützt sind. Aber wo Mücken und Libellen leben, fühlen sich auch Amphibien wohl. Und solche, die Frösche zum Fressen gern haben. Der Uhu ist nicht nur nachts ein sehr effektiver Jäger. Seinen scharfen Augen entgeht auch am Tage nichts.
In naturnahen Seitengewässern des Lechs kann auch die kleinste europäische Flusskrebsart noch überleben, der Steinkrebs. Dass sich hinter den Augen der Kreuzkröte ein Prinz verbirgt, gehört ins Reich der Märchen. Aber dass sich aus einem Wesen, das wie ein Fisch nur mit Kiemen atmet, ein landlebendes Lungenwesen entwickelt, das lässt sich in zahlreichen Tümpeln im Auwald bestaunen. Das Leben entstand im Wasser. Und die Metamorphose der Froschlurche wiederholt gewissermaßen einen wichtigen Schritt der Evolution, den Weg aus dem Wasser ans Land. Noch gibt es am Lech einige Altwasserbereiche, in denen junge Blässhühner mit ihren typischen Sprüngen nach Fressbarem tauchen. Während des Sommers naschen sie auch gerne mal vom Schilf. Uferverbauungen aber führen oft dazu, dass sich der Fluss eintieft und der Auwald nur noch selten überflutet wird. Wenige Kilometer flussaufwärts verdichtet sich die aufsteigende Feuchtigkeit gerade zu einem heftigen Gewitterregen, den die Alpenschwemmlinge auf ihrem trockenen Kiesbett dringend benötigen. Feine Tropfen sammeln sich an den Blüten der Silberwurz, bis schließlich die Schwerkraft der dicken Tropfen die Haftkraft überschreitet. Den Alpensalamander hat der Regen aus seinem Versteck gelockt. Er bevorzugt die Kühle der Nacht, aber bei einer Luftfeuchtigkeit von über 85% kommt er auch tagsüber in Fahrt. Für andere kann ein schwerer Tropfen zur Gefahr werden. Jetzt muss der Rüsselkäfer rasch wieder einen sicheren Standort hoch in den Blättern finden, bevor der Salamander ihn erbeutet. Aber den treibt wohl etwas ganz anderes an. Für eine Paarung scheint gerade nicht der passende Moment. Die Wurzeln der Alpenschwemmlinge werden bald mehr als genug abbekommen. Bald schießt das Wasser aus allen Seitentälern des Lechs herunter. Es überspült die kleinen Kanal- und Wehranlagen der alten Mühlbäche und sucht mit zunehmender Gewalt seine Bahn. Wo die Auwälder als Überflutungsflächen fehlen, werden erst die Wiesen und bald die Ortschaften überschwemmt. Statt hellblau-türkis wälzt sich jetzt eine schlammig-braune Brühe stromab. Er hat damit kein Problem. Der Herr der Dämme weiß, was jetzt zu tun ist. Wo seine Dämme weggespült werden, nutzt er das Hochwasser, um schon mal Baumaterial für den Neubau heranzuschaffen. Wenn die Strömung nachlässt, gönnt er sich erst einmal eine Pause. Bis die Fluten abgeflossen sind, ist ja noch Zeit. Jetzt erweist sich auch der ökonomische Nutzen der Auwälder. Je größer die natürlichen Überflutungsflächen, desto geringer der Schaden, den das Hochwasser anrichten kann. Am Lechfall bei Füssen wälzt sich eine beeindruckende Wassermasse die Staustufe hinunter in den engen Lechdurchbruch. Während der Hochwasser im Sommer kann der Fluss bis zu 100 Mal mehr Wasser führen als im Winter bei Niedrigwasser.
Wenn das Wasser wieder abgelaufen ist, zeigt sich der Lech von seiner friedlichen Seite, die von nun an seinen Lauf prägt. Die wilde Schlucht am Lechfall gab schon der Römerstadt an ihrem Ausfluss den Namen Fauces. Das lateinische Wort für Schlucht wurde schließlich zu Füssen. Erst 1954 wurde der Lech bis hierher zurückgestaut. Mit seinen mehr als 15 Quadratkilometern ist der Forgensee heute der flächenmäßig größte Stausee Deutschlands. Natürlich war es nicht das Ziel, einen Lebensraum für den Zander zu schaffen. Die Energie von 168 Millionen Kubikmetern Wasser sollte genutzt werden, um den wachsenden Strombedarf zu decken. Wo Wiesen und Wälder und sogar einige Bauernhöfe in den aufgestauten Fluten untergingen, ist heute das Reich der Fische. Doch wo Schleien und Zander zwischen den langsam vermodernden Bäumen schwimmen, hatten schon die Gletscher der letzten Eiszeit ein Becken geschaffen, das dann ein riesiger See ausfüllte. Der See der Nacheiszeit war sicher schon damals von Wasservögeln besiedelt. Doch die Kraft des Wassers durchbrach den natürlichen Damm und der Lech entleerte den eiszeitlichen See, bis man ihn hier wieder aufstaute. Tausendfünfhundert Meter Höhenunterschied haben jeden seiner Tropfen bis zum Forgensee vorangetrieben. Auf den letzten 350 Höhenmetern bis zur Mündung bremsen jetzt 24 Staustufen deren Lauf. Langsam und träge bewegt sich der Lech jetzt von Staubecken zu Staubecken. Ganz anders sein wilder Halbbruder. Viel schneller als der große Bruder legt der Halblech seinen Weg zurück. 750 Meter Höhenunterschied auf nur 15 Kilometern Länge geben ihm eine Dynamik, die am Känzenfall eindrucksvoll zu spüren ist. Es ist eine wilde Wasserlandschaft, die Flora und Fauna einiges abverlangt. Die einen bekommen nur nasse Füße. Für andere werden Tropfen zu Geschossen, die manchen aus der Bahn werfen und doch unentbehrlich sind, denn jedes Lebewesen besteht zu über 70% aus Wasser. Es ist bloß eine Frage der Perspektive, ob ein Tropfen als Wasserpaket geschätzt wird oder ob die Gischt des Wasserfalls als feuchtigkeitsspendender Nebel empfunden wird. Was für die einen gerade mal ein paar Spritzer, entwickelt sich an den Nadeln einer Fichte zu einer Wasserbombe für einen Blattkäfer. Nach der Eiszeit lagerten die Flüsse einen großen Teil ihrer Kies- und Schotterfracht im Alpenvorland ab. Zur Zeit der Schneeschmelze durften sie sich in wilde Ströme verwandeln, die alles mitreißen, was sich ihnen in den Weg stellt. Durch die Regulierung und intensive Nutzung hat nicht nur der Bayerische Lech den Charakter eines Wildflusses verloren. Doch an geschützten Stellen siedeln sich dafür andere Arten an. Der Eisvogel etwa bevorzugt klares und relativ ruhiges Wasser, um von seinem Ansitz aus auf kleine Fischchen hinunterzustoßen. Doch zum Glück für den Fisch ist diesmal ein Steinchen zwischen die Schnabelspitzen geraten und hat den Zugriff blockiert. Musik
Das Schicksal, das den einen rettet, trifft nun einen anderen. Herausgerissen aus seinem Element wird ein Fischchen zur Beute des Eisvogels. Langsam und träge fließend entkommt jetzt kein Tropfen mehr seiner Bestimmung. Wenn der Lech nach rund 250 Kilometern in die Donau mündet, sind es immer noch 2.500 Kilometer, bis der letzte Tropfen sich in einem breiten Mündungsdelta ins Schwarze Meer ergießt. Der Kreislauf des Wassers beginnt von neuem. Angetrieben von Sonne und Wind wird es verdunsten und wieder zu dicken Tropfen werden. Und während die Wolken sich am Schwarzen Meer zu einem Gewitter verdichten, fallen im Lechtal die ersten Schneeflocken. Noch sind sie frei, leicht schweben sie. Torkeln, tanzen. Aber die Schwerkraft zieht sie doch nach unten. Frost und Eis nehmen auch dem Fluss die Energie, die fließendes Wasser so lebendig erscheinen lässt. Der Winter nimmt Tropfen für Tropfen gefangen, bis die erste Frühjahrssonne sie langsam wieder befreit.